So, dann mal rein, ja. Was? Zur Hölle? Warum meckert ihr alle und ihr habt keine komischen Statusanzeigen? Oh, habt ihr. Normalerweise sieht man die hier doch auch, oder? Okay. Aber ja, wir wollen in die Stadt rein, wir wollen Sachen reparieren, wir wollen Händler abklappern, wir wollen Quests abgeben. Und dann wollen wir gleich wieder raus. Zum einen nochmal den Tempel suchen, wo wir die Blumen hinlegen sollen. Und dann mal die... Meckert ja schon wieder. Also ja, die Blumen abgeben und die Geister angreifen. Ration brauchen wir auch, richtig? Richtig. Also machen wir das gleich in einem Abwasch. Da rein. Ich glaube, dich nehmen wir auch wieder mit. Auch wenn ich noch nicht hundertprozentig sicher bin, wofür du da bist. Eine Vermutung war, glaube ich, dass man die auf der Minimap weiter sehen konnte, die Gegner. Und dass man vielleicht die Geheimgänge besser finden kann. Was ja auch Sinn macht mit dem Kundschafter. Aber okay, Schaden tut's nicht. Er will nur 1% Gold, also wir haben Tonnen von Gold. Also Proviant, kaufen, jo. Und einmal schlafen bitte. Ja. So, können wir jetzt dich irgendwie mitnehmen? Anwerben. Ja, wir wollen den Koch haben. Weiter. Genau, da ist eine Option. Aber die können wir nicht anklicken. Den Klatsch hatten wir auch schon mal. Nee, das ist immer noch verbuggt. Schade. Aber das hätten wir jetzt schon mal. Jetzt noch Rüstung und Waffen reparieren. Und vielleicht auch ein, zwei Sachen verkaufen. Weil unser Inventar ist doch dezent voll geworden. Ja, die Rüstung. Nee. Das kann weg. Identifizieren sollten wir auch mal. Speer kann weg, benutzt keiner. Du kannst weg, benutzt keiner. Eine Backup-Armbrust reicht. Und die ganzen doofen Glaskugeln können weg. Den Dolch könnte Mürren benutzen, glaube ich. Armbänder. Ring. Wobei Ringe später wahrscheinlich verzaubert werden können, aber wenn später die... Was ist das? Ihr seid ein berüchtigtes Mietschwert in Diensten von John Morgan. Die Menschen mögen euresgleichen nicht. Was zur Hölle? Ich habe nichts getan. Ich bin unschuldig. War das die ganze Zeit über schon da? Ist das sowas wie Gilden? Weil wir den einen Dieb haben laufen lassen? Also ja, das kommt so unerwartet. Aber okay, macht das ganz interessanter. Dass man nicht bei jedem beliebt sein kann. Und wir wollen noch reparieren. Genau. So. Sonst irgendwas? Expertin Kriegsführung? Nö. Das hat keiner hoch. Du brauchst noch dein Schild. Der war hier um die Ecke. Aber ja, das klingt interessant, dass je nachdem, was man in der Story macht, man bei der einen Fraktion mehr oder minder gut angesehen ist. Die Frage ist halt nur, wie sich das direkt auswirkt. Weil ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass das so programmiert ist, dass wenn man bei den Menschen ganz hoch angesehen ist, dass man dann keine Quest bei den Elfen machen kann. Allein deswegen, weil dann der Content, der produziert worden ist für die Elfen, nicht angeguckt werden könnte von einer Gruppe. Das wären dann developer-technische Geldlöcher quasi. Oh gut. Waren ansehen? Nö, nichts Neues. Raus, raus, raus. Aber ja, falls das eben nicht ganz so wirklich deutlich war. Ich weiß, dass ich manchmal recht undeutlich werden kann mit meinen Gedankengängen. Normalerweise ist es so, dass wenn ein Spiel produziert wird, es auch möglichst so ausgelegt wird, dass alle Teile des Spiels von jedem Spieler gesehen werden können. Damit jeder Spieler ein möglichst langes Spielerlebnis hat. Und wenn man dann Sachen absichtlich rausnimmt, müsste man mehr Zeit und dadurch mehr Geld investieren, um genau das gleiche, also die gleiche Spiellänge zu erhalten. Ich hoffe, das war jetzt deutlicher. aber gut. Wir hätten gerne Identifikationen von allen Gegenständen. Dankeschön. Wir hätten gerne neue Mana und Heiltränke.
Nein. Nee. Na gut, raus hier. Dann würden wir gerne dich aufrufen. Du hättest gerne den Dolch hier in der Offhand, aber das darfst du nicht. Warum nicht? Ich dachte, du hättest beidhändig. Nein, du kannst beidhändig haben. Das geben wir dir auch mal. Und wir geben dir nochmal mittelschwere Rüstung. Und einen Punkt hast du noch. Dann nimm doch mal Dolch. So, bestätigen. Das müssen wir bei allen noch machen, richtig? Punkte verteilen auch noch? Nee, Punkte verteilen nicht. Fertigkeiten? Ja, du hast Fertigkeiten. Du nicht. Ah, Talana, okay. Feuermagie. Ja, wir sollten demnächst Experte werden. Mal gucken, was es noch neue Feuerzauber gibt. Ich glaube, das mache ich zuallererst mal. Nicht, dass wir jetzt wieder irgendwelche Punkte verballern und dann fehlen genau die, um später irgendwas zu bekommen. So wie bei Terik und der Rüstung. Der kann das ja inzwischen immer noch nicht, oder? Fertigkeiten? Nö. Das heißt, Talana bekommt die einzige Rüstung, die wir bisher in der Early Access Version gefunden haben. Das war eine schwere. Nein. Okay, bekommt doch keiner. Das ist schon ein wenig komisch. Also das sollte vielleicht noch geändert werden. Weil es ist ein wenig komisch, dass die Helden obenrum so nackig rumlaufen. Und wenn es nur irgendwelche Stofftuniken sind oder ganz leichtere Lederrüstung, die müssen noch gar nicht so einen hohen Rüstungswert haben. Aber es ist einfach sinniger. Weil die Stadtwachen hier sind alle in totaler Platte ausgerüstet und wir können die One-Hitten. Und unsere Helden sind halbnackt und prügeln alles nieder. Kommt nicht ganz so schön, finde ich. Aber gut, rein da. Wir hätten gerne Experte für Feuermagie. 150 Gold. Zurück zu dir und wir würden gerne Zauber lernen. Für Talana. Gefahrensinn. Man kann Gegner weitersehen. Und Feuerabwendung. Ah, Feuerball. Schleudert einen Feuerball auf eine Gruppe von Feinden in einem Umkreis von 3 und fügt ihnen 21 Feuerschaden zu. Das klingt schon mal sehr gut. Das wird gekauft. Alle Gruppenmitglieder erhalten plus 9 Macht. Wird 3 Runden lang. 9 Macht bedeutet mehr Schaden. Ich weiß nicht, wie viel das bringt, aber ich hau's trotzdem mal. Eine brennende Entschlossenheit steckt die Gruppe und schützt sie vor Lähmung, Schlaf und Betäubung. Wird eine Runde lang. Das ist irgendwie ganz schön mau. Okay, wenn wir einen Gegner haben, der sehr viel stunt, dann macht's vielleicht Sinn. Zeitstase. Er kann diese Runde nicht angreifen. Wenn der anvisierte Feind im Umkreis von 5 das nächste Mal zaubert, nimmt er 22 Schaden. Ah, es gibt schon echt schicke Zauber, so. Ihr spürt das Vorhandensein von Geheimnissen und seid 30 Runden lang in der Lage, sie zu entdecken. Das ist gekauft. Sonst braucht alles eine höhere Stufe. Ja, okay. Dann würden wir gerne für Mürrum noch was kaufen. Funkenflug, nein, den gibt's noch. Der war im 6. Teil richtig mächtig. Also ja, 6. Teil war halt komplett, also es war semi-3D. Es war 3D-Umgebung mit 2D-Gegnern und was weiß ich. Aber man konnte sich halt ganz normal umgucken, wie man es aus modernen Spielen kennt. Und wenn man den Ding gezaubert hatte, dann sind so am Anfang 3 Funken, aber später bis zu 8 oder 16 Funken von einem weggehopst und haben dann Gegner getroffen. Und wenn sie getroffen haben, haben sie Schaden gemacht. Wenn man allerdings ganz nah rangegangen ist an den Gegner und das gesprochen hat, haben automatisch alle Funken getroffen, wodurch das ein ziemlich mächtiger Zauber war. Aber ich denke mal, sowas kann man hier nicht exploiten. Funkenfliegen fügen allen Feinden auf angrenzenden Feldern 6 Schaden zu. Ja, das ist echt nicht viel. Windschild. Starke Winde umwehen die Gruppe und steigern die Ausweichwertung. Bei Fernkampfangriffen. Ja, okay, doch, das kaufen wir. Blitzstrahl, der war immer auch schön. Aber ja, Adlerauge. Plus 6 Wahrnehmung. Ja. Aber ja, sehr, sehr schön viele Zauber. Terik? Fragezeichen? So, der könnte ja die Standard-Feuersachen. Ja, nee, raus hier, bevor wir noch mehr Geld ausgeben für Zauber, die wir nicht unbedingt benutzen werden. Was haben wir noch? Logbuch.
Logbuch. Wo? Ach so, Morgan. John Morgan. Was zur Hölle war? Morgens Hunde. Ja, wir sind in Diensten von John Morgan, das ist richtig. Die Menschen mögen euresgleichen nicht. Warum mögen die Menschen nicht den Anführer von... Moment mal. Also John Morgan war der Ehemann von der Königin? Fragezeichen? Oh Gott. Es wäre schön, wenn in den Kommentaren das jemand aufklären könnte. Also ich bin davon ausgegangen, dass der John Morgan eigentlich ein Guter war. Und wir für ihn hier dafür sorgen, dass es nicht zu einer Rebellion kommt. Oh, warte. Die Rebellen könnten ja die Guten sein. Das habe ich nicht so wirklich bedacht. Ja, also wir arbeiten gerade für einen Diktator. Da macht es auch Sinn, dass die Menschen uns nicht mögen. Und die 10 Sachen ins Bestiarium eintragen haben wir anscheinend automatisch erfüllt und mussten das nirgendwo abgeben. Das heißt, wir müssen uns das Geheimversteck finden, die Blumen abgeben und die Quest, die wir nicht erfüllen können, hier oben. Ah doch, hier unten. Yassads Bestiarium. Yassad, der exzentrische Entdecker, der gegenwärtig im Gasthof zum Goblinwach wohnt. Mhm. Also hier vorne gleich. Das war der junge Mann. Mal gucken, ob wir noch schöne 10 haben. Also haben wir garantiert, aber ich finde es komisch, dass hier halt kein so ein Häkchen ist. Du. Genau, du. Du gibst uns nichts. Na okay, vielleicht zählen ja auch nur die Archetypen und nicht die Subtypen. Also wir haben Menschen. Davon haben wir jetzt 3, 4, 5 verschiedene Typen gehabt. Das zählt vielleicht alles nur als eins. Genau wie bei den Nagern, denn nur die Zauberer und die Krieger gelten. Und nicht die Elite-Version davon und so weiter und so weiter. Also kann es gut sein, dass wir doch noch keine 10 haben. Aber mit den Banshees vielleicht. Also diesen Geistern, die noch auf uns warten. Haben wir jetzt eigentlich alles gemacht? Bestimmt nicht. Ha, wir haben das Gröbste. Wir haben geschlafen, wir haben Essen, wir haben Waffen repariert, wir haben Rüstung repariert, wir haben identifiziert, haben die neue Ausrüstung noch nicht angezogen. Das wird sein. Was haben wir denn hier? Plus 2 Magie. Das klingt sehr gut. Widerstand gegen Wasser, Schaden, Licht, nö. Was für eine Axt hast du in der Hand? Eine magische, das ist okay. Du plus 2 Feuerschaden, 13 bis 14. 13 bis 14 plus 2 Dunkelschaden. Das macht keinen Unterschied. Widerstand gegen alle Magieschulen und er hat eh keine Schuhe an. Das ist gut. Fehlt noch irgendjemand in einem Slot außer die Brust? Nö. Was machst denn du? Plus 1 in der Fähigkeit Streitkolben. Das ist für dich. Du machst 3 bis 5. Du machst 3 bis 4 plus 2, also 5 bis 6. Ja, nö, das müsste fürs Erste reichen. So. Also, das ist Fort Mayron, hieß das? Ich glaube schon. Und auf dem Weg dahin soll der Schrein sein. Du bist es nicht. Du bist nur ein Zwischenlager gewesen. Das ist komisch hier. Hier ist die Gesteinsformation, aber da war nichts. Hier können wir gar nicht durch. Ja, einfach nur ein Stein. Unser Kundschafter sagt auch nicht, dass hier irgendwo ein Secret ist. Kann man hier an die Seite irgendwo? Nee. Nee, wir wollen jetzt nicht wieder in das Diebesgebiet hier in diesem Wuselwald. Wir wollen ganz schnell raus. Hier außen rumlaufen. Gleich schlafen, weil sie alle anfangen werden zu meckern. Und zwar alle synchron. Das könnte man auch noch irgendwie zeitlich ein bisschen verschieben. Das erste eine meckert und dann, je nachdem, wer eine niedrigere Konstitution hat, der nächste meckert und so weiter und so weiter. Also so ist das doch ein wenig überladen, finde ich. Das da. Aber erstmal schlafen, bevor wir aus Versehen in die Banshees kommen und nicht zaubern können. So.
Ihr legt die Blumen für Orleans, Bruder, Severin und die anderen während des zweiten Blutmondfinsternis gefallenen Helden ab und gedankt ihrer einen Moment in stiller Andacht. Sehr schön. Ich habe Erfahrungspunkte. So, ganz viele Banshees. Du holst schon mal einen gewissen Zauber aus. Und zwar nicht Feuerstrahl, sondern Feuerball. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht die nicht doch lieber tagsüber angreifen sollten. Weil es halt Untote sind. Das sind ganz schön viele. Oh, sind noch mehr? Oh, das ist eine kleinere Gruppe. Ja, dann probieren wir es erstmal bei der kleineren Gruppe aus. Gucken, wie stark die überhaupt sind. Und danach gucken wir uns die anderen mal da hinten an. So, komm her. Was ist mit dir los? Ist gelähmt. Das ist nicht gut. Sie sollte gerade den ganzen Schaden machen. Wir hatten aber einen Entlähmungszauber. Genau, du bist wieder frei. Warum kannst du keinen Feuerball schmeißen? Wow, die haben sehr viele Lebenspunkte. Und sie ist gelähmt. Das ist echt nicht gut. Kannst du jetzt einen Feuerball schmeißen? Ah, Mist. Habe ich sie nicht zum Experten gemacht? Fertigkeiten. Doch, bist du. Ich setze nochmal einen Punkt drauf, nur für den Fall. So. Warum geht das nicht? 87 Mana. Mindestens Experte dafür. Ja. Oder muss man dazu näher dran stehen? Wir können nicht näher rangehen, da wird gleich noch einer versteinert. Du entsteiner sie. Wir können jetzt nicht mehr gehen, das heißt, du musst schießen. Was? Wir werden sowas von sterben. Ja. Drehen. Weglaufen. Weg. Hatten wir nicht einen Zauber gesehen, der uns eine Runde lang vor allen Lähmungen schützt oder so ähnlich? Rasten, geht das weg? Nein, das ist garstig. Warte mal. Wir benutzen jetzt einmal, um sie das zu befreien, und dann macht sie diesen Zauber, um ihn zu befreien. Der hält 2 Runden lang, aber er kuriert es nicht. Das ist jetzt schade. Und die Banshees sind richtig übel. Also wahrscheinlich muss man ganz schnell... Man kann sich hier nicht heilen. Wahrscheinlich muss man da ganz schnell ranlaufen. Mit diesem Schutz. Und dann machen sie im Nahkampf vielleicht eine andere Attacke. Dann könnte das machbar sein. Aber gut, erst müssen wir jetzt inkurieren. Dann schlafen, um die letzte Mana noch zu generieren. Und dann wohl doch nochmal Rationen kaufen gehen. Übel. Gut, dass wir da nicht vorher hingegangen sind. Da wären wir garantiert gestorben. Und das eine Mal den Todesbildschirm reicht mir eigentlich. Ich darf mich gerade nicht bewegen. Steuerung alt. Ja? Ah, okay. Da war gerade irgendwas festgeglitscht. 10. Warum ist sie eigentlich müde? Na gut, Dienste. Wir hätten gerne Kurierung von dir und dir. Zurück. Experte Lichtmagie. Nö, nichts anderes hier. Nicht mehr lebend, immer noch müde. Ja, Talana sollte es nicht so. Wir sind ja gleich schlafen. Rasten. Dienste. Proviant. Jo. So. Also, nochmal das Ganze. Diesmal aber, sobald wir Feindkontakt haben, am besten sogar eine Runde vorher.
Also wir zaubern das Ding und gehen dann auf das Feld, von dem wir wissen, dass wir da Aggro ziehen. Dann haben wir eine Runde noch über. Dann gehen wir auf die Gegner zu. Talana zaubert das Ganze nochmal. Dann haben wir zwei Runden Zeit, um an die ranzukommen. Das müsste eigentlich reichen. Weil bei drei oder vier Fällen Entfernung Aggro hier überhaupt erst. Dann sind wir dran. Und dann werde ich trotzdem nichts riskieren. Ich werde trotzdem alle zwei Runden weiter diesen Zauber sprechen. Auch wenn sie vielleicht im Nahkampf andere Zauber benutzen. So. Und es ist wieder Nacht. Ja, gucken wir mal, welche Tageszeit wir haben, wenn wir da ankommen. Weil eigentlich geht das ja alles recht flott mit den Tageszeitwechseln. Und das könnte jetzt mal zu unserem Vorteil sein. Dann hoffe ich einfach, dass sie tagsüber andere Zauber benutzen. Oder einfach wesentlich weniger aushalten. Hier über die kleine Gruppe. So. Ja, aber ich denke, vorher speichere ich nochmal ab und wir sehen uns dann gleich wieder.